So, da bin ich noch mal. Oder wieder. Ich mache jetzt mein Craft-Update. Moment. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt also. Also fange ich erstmal mit den Harzteilen an. Ich habe dieses hier gemacht. Wie ihr seht, es sind meine ersten Teile. Ja, sind nicht gerade schön geworden. Also dieses hier auf jeden Fall nicht. Hinten hat auch was. Aber, naja. da war eine Luftblase. Da habe ich den, na, das Dings schief reingebohrt. Ja, ist nichts geworden. Dann habe ich hier noch eine Pfote. Die sieht schon ein bisschen besser aus, aber auch die hat hier diese weißen Punkte und ich weiß nicht wieso. Vielleicht irgendwas reingeflogen oder wie gesagt, sind meine ersten Teile. Und die. Das sind Fusseln hier. Ja. Noch nicht geschliffen, gar nichts, weil ja. Ich finde sie jetzt nicht so hübsch. Dann habe ich auch weiße Pfoten gegossen und ich habe das von, also das Gießharz von Bredermann bestellt und auch die Pigmente. Das sind keine Flüssigpigmente, sondern diese Pulver. Und das Weiß löst sich überhaupt nicht auf. Also überhaupt nicht. Und ich weiß nicht wieso. Egal, was ich anrühre, das Weiß löst sich nicht auf. Dieses Orange hier zum Beispiel habe ich Rot und Weiß zusammen gemischt und es löst sich nicht auf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das Weiß, das hat auch, ja, seht, da seht ihr das. Hat sich auch nicht aufgelöst. Ich weiß nicht wieso. Ich habe so lange gerührt, aber naja. So. Dann habe ich die hier gemacht. Und das war der Rest von dem Orange. Und dementsprechend sehen sie auch aus. Aber obwohl, ich finde das gar nicht schlimm. Also, ich finde es wirklich nicht schlimm. Ein bisschen Gebamsel dran. Nur, wenn man natürlich ein schönes Weiß haben möchte, funktioniert das nicht, weil sich das überhaupt nicht auflöst. Entweder bin ich zu blöd dazu oder, ja, da war eine Luftblase drinne. Dann hatte ich noch Sterne gegossen. Das Weiß, ja, das ist meine Schuld, dass das so aussieht. Weil ich habe vorher Seife gemacht und habe sie nicht abgewaschen. Und ja, das sind die Reste. Dann habe ich noch ein paar mehr Kiddies gemacht. Dann habe ich noch Pfoten gegossen. Also so finde ich das ja nicht schlimm, aber wenn das weiß richtig weiß gewesen wäre und ohne diese ja, Fehler da drinne, dann wäre es vielleicht noch hübsch gewesen. So, dann habe ich hier noch mal ein Kitty und einen Stern. Und dann habe ich, ja, da wusste ich nicht, wie man das macht. Und es sieht jetzt so aus. Ja. Schön ist was anderes. Aber ich weiß jetzt, wie man das macht. Das kann weg. So. Dann habe ich nur mal versucht, so diese Buchstaben aus einzugießen. Ohne irgendwie. Aber ich finde, das sieht nicht schön aus. Und ich weiß nicht, wieso. Was habe ich falsch gemacht? Seht ihr den Rand? Ich glaube, ich habe zu wenig. Ja, Gießharz reingemacht, weil hier kommen die Buchstaben raus.
Und oben irgendwie auch, aber ich weiß nicht wieso. Und hier genau das gleiche. Hier ist das total komisch. Hier richtig viele Luftblasen drin. Und das klebt. Und ich weiß nicht wieso. Total. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Hier habe ich falsch rum eingegossen. Hier ist auch wieder total. Also eigentlich ist die Form rund. Richtig rund. Aber die Teile sind nicht rund. Hier habe ich, glaube ich, auch zu wenig eingegossen, weil wenn ihr das seht hier. Da, ja, da habe ich auch die Öse denn durchgebohrt, weil das viel zu dünn ist. Den hätte ich ganz hübsch gefunden, aber es ist einfach nicht schön und es klebt. Hier ist dann auch noch mal was. So. Hier habe ich versucht, einen Tannenbaum einzugießen. Aber auch der ist mir misslungen. Da guckt die Öse wieder raus. Was viel zu dünn ist. Dann habe ich hier noch einen Stern. Der ist in Rot. Da hatte ich noch ein bisschen Rest übrig von den Schwarz-Roten. Und dann habe ich noch den Stern eingegossen. Aber wie gesagt, die Teile, die sind alle überhaupt nichts geworden. Das ist einfach. Die Pfoten und die Kitties, die sind ja noch ganz in Ordnung. Aber der Rest, das ist für die Mülltonne. War retten kann man das, glaube ich, nicht, oder? Dann habe ich das aber schon fast ein Jahr, glaube ich, her. Diese Eisbecher gemacht. Es sollten Eisbecher werden. Das war auch meine ersten Versuche und ja, so sieht es auch aus. Ich habe das danach auch nicht weitergemacht, weil ja, habe ich Armbänder. Es sollten Armbänder werden. Ja, auch nichts. Dann habe ich dieses hier noch gemacht. Da bin ich dann auch noch nicht fertig und das ist auch vergessen wir mal ganz schnell wieder. Da habe ich ja nur so ein Armband gemacht, aber wie gesagt, das ist einfach, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Dann habe ich was fürs Fenster gemacht. Das finde ich ganz schön. Kann man denn da hinhängen? Das ist ganz schön geworden. Da habe ich zwei, drei von gemacht. Dann habe ich Lesezeichen gemacht. Mit einem Engel. Hier einfach so. Es sollte, glaube ich, auch mein Armband werden. Oder ich weiß es nicht. Denn hier. Dann habe ich noch ein paar Eisbecherchen. Aber wie gesagt, ich bin nicht talentiert da drinnen, was sowas angeht. Ich weiß nicht, wieso ich da. Naja, denn das weiß ich auch nicht, was das werden sollte. Habe ich noch Engel gemacht, aber wie gesagt, das ist alles schon ein Jahr her. So lange liegt das hier schon rum. Ja, klein, groß. Noch ein Eisbecher. Dann noch ein kleiner Engel. Die Engel finde ich süß.
die sind mir gelungen, würde ich mal sagen. Aber der Rest. Naja. Was habe ich denn noch hier so Schönes? Nichts. Hier nochmal ein Eisbecher. Noch ein Engel, der ist ein bisschen schief. Aber ein bisschen ist gut. Noch ein Eisbecher ohne Löffel. Noch zwei. Aber ohne. Das ist ja auch doof, ne? Und man hängt das daran. Ja, das war denn das, was ich so. Also ich habe noch mehr gemacht. Aber Karten zum Beispiel habe ich noch gebastelt für Weihnachten. Dann habe ich den Teller hier gemacht. Da kommt eine Kerze rauf. Ja. Bilder habe ich ja auch gemacht, aber die, ja, die habe ich euch ja auch, nee, die habe ich euch gar nicht gezeigt. Wie mache ich das denn? Einen Moment, ich hole die einmal. So, da bin ich wieder, ich habe sie schnell geholt. Ich nehme euch mal hoch, damit ihr das seht. Also, da habe ich Rosen genommen, die schon vertrocknet waren, und habe die mit darauf geklebt. Und ja, das ist das erste Bild. Das habe ich auch wirklich alles aufgehangen, also es liegt nicht nur so rum. Oh Gott, da sind Spinnen, ne? Muss mal abmachen. So. Ich drehe das mal so rum. Vielleicht seht ihr das ja. Einmal dieses Bild. Das sind alles Sachen von Doran Beats. Da war auch, da unten war auch ein Band, aber es ist mir andauernd abgefallen. So seht ihr es vielleicht. Ja, das habe ich noch gemacht. Und dann habe ich ja auch eins mit euch zusammen gemacht. Und zwar dieses. Ja. Das waren die Bilder. Und andere Sachen, ja. Habe ich jetzt nicht da. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Weil ich glaube, es reicht jetzt auch. Ja. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.